Guten Tag, herzlich willkommen zu der Veranstaltung heute aus der Reihe Überlebensschreiben, Narrative zur Krise und zur Zukunft. Mein Name ist Gabriela Dück, ich darf heute diese Veranstaltung hier moderieren und vertrete meinen lieben Kollegen Christian Ernst, der leider heute verhindert ist. Das ist heute die mittlerweile fünfte Veranstaltung in dieser Reihe und wir haben sozusagen Halbzeit. Es gibt nach dieser Lesung noch vier weitere, auf die ihr euch schon freuen dürft. Wie die meisten oder einige von euch ja wahrscheinlich schon wissen, beschäftigt sich diese Literaturreihe mit dem Thema der Krise, wie ja auch der Titel schon sagt, entstanden aus der Situation der Pandemie, die ja auch als Krise gesehen werden kann, nicht nur also auf Ebene der Gesundheitssysteme, sondern wahrscheinlich auch als Krise auf vielen anderen verschiedenen Ebenen. Und wichtige Impulse zum Umgang mit der gegenwärtigen Situation kann zum Beispiel auch die Literatur liefern. Und sie kann uns zeigen, wie wir mit persönlichen Krisen uns beschäftigen können und wie wir diese vielleicht sogar bewältigen können. Denn sie erzählt, wie Menschen sich unerwartet und in schwierigen Situationen, wie sie damit umgehen und was sich daraus entwickelt. Wie überleben wir Krisen und bieten sie uns vielleicht auch die Chance für die Gestaltung, für eine neue Gestaltung der Zukunft. Ja, wie schon gesagt, das ist eine Reihe, die noch bis so Mitte Dezember stattfindet. Und wir haben unterschiedliche Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen, die uns eben durch ihre Werke führen und uns etwas daraus vorlesen, so dass wir im Anschluss auch ein Gespräch darüber führen können. Und ja, ich würde mich jetzt erstmal sehr freuen, wenn das Publikum kurz in den Chat schreibt, von woher es zugeschaltet ist. Ich sehe ja auch schon gerade, dass meine Kollegin Svante Nikara ein Willkommen geschrieben hat und möchte ganz kurz etwas über den Ablauf dieser Veranstaltung sagen. Und zwar wird die Veranstaltung aufgezeichnet, sodass sie dann später auf dem YouTube-Kanal des Goethe-Instituts Buenos Aires zu sehen ist. Und in einem zweiten Schritt möchten wir einige der Veranstaltungen auch gerne untertiteln, damit sie dann so auch einem größeren Publikum zugänglich ist. Im Moment muss das Publikum ja schon doch die deutsche Sprache recht gut beherrschen, um hier dabei zu sein. Aber wer selber auch gerne aktiv werden möchte heute und eine Frage gerne stellen möchte, kann das auch auf Portugiesisch oder auf Spanisch machen. Dafür dient auch der Chat, der hier auch schon freudig vor sich hin blubbert. Das ist toll zu sehen, dass der schon in Anspruch genommen wird. Diesen Chat moderieren wir. Wir haben da die Kollegin Svante Nikara, die sich gleich noch vorstellen wird, hat den Chat im Auge und wird die Fragen später hier in unserem Raum geben, so dass diese Fragen beantwortet werden können. Zumindest die meisten hoffentlich. Wenn jemand möchte, wenn jemand diese Frage gerne persönlich stellen möchte, ist das auch möglich. Und zwar müsste dann aber bei der Chatnachricht ein P noch dazu gesetzt werden, vor oder nach der Frage. Dieses P steht für persönlich, sodass wir dann wissen, die Person möchte gerne diese Frage persönlich stellen und muss dann eben das Mikrofon sozusagen bereithalten, Chat-Moderatoren wird dann das Mikrofon freigeben und dann kurz dazu auffordern, die Frage zu stellen. Ja, Svante, magst du mal ganz kurz Hallo sagen, damit wir wissen, dass du da bist? Super, hallo Svante. Ich freue mich auf eure Fragen im Chat. Danke. So, nun kurz zu unserer Protagonistin der heutigen Veranstaltung. Suda B. Mohafes ist Schriftstellerin und Pädagogin. Ihre Werke wurden vielfach mit Stipendien und mit Preisen ausgezeichnet. Und Suda B., vielleicht magst du schon einmal kurz dein Gesicht zeigen. Deine neuesten Bücher. Hallo Suda B., herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf heute. Deine neuesten Bücher erscheinen ja unter anderem im Dresdner Verlag Assur. Und warum publizierst du denn heute eigentlich vornehmlich in der unabhängigen Verlagsszene? Würdest du uns kurz etwas zu deiner Entwicklung als Autorin sagen und welche Themen dich eigentlich heute besonders beschäftigen?
Ja, das ist eine schöne Einstiegsfrage. Ich habe irgendwann festgestellt, dass die Fragen, um die ich selbst im Schreiben sehr kreise, Literaturen produzieren, die teilweise auf dem großen Markt nicht so ganz leicht verkäuflich sind. Und dadurch sind diese Literaturen dann auch manchmal für die großen Verlage nicht so interessant. Und irgendwie habe ich mich nicht eingesehen, jetzt die Fragen, die mich literarisch interessieren, also das sind häufig sprachliche Setzungsfragen, also sozusagen, wie bewege ich mich in der Sprache oder wie gestalte ich einen Text, diese Fragen außen vor zu lassen, bloß um in großen Verlagen weiter publizieren zu können. Und habe dann einfach angefangen, 2005, parallel zu Brent, zu dem Buch, aus dem ich heute lesen werde, mir einen anderen Verlag noch zu suchen. Die kleinen unabhängigen Verlage hier in Deutschland sind Verlage, in denen ganz, ganz viel wirklich spannende Literatur produziert wird zurzeit, wo ganz viel experimentiert wird, sehr viel Lyrik, sehr viel Kurz- und Kürzestprosa, sehr dichte Literatur. Und ich finde es unglaublich schön, dass ich in beiden Bereichen unterwegs sein kann. Also sowohl im Großen hier bei Dumont mit diesem Buch und hoffentlich auch noch weiteren, aber eben parallel auch mit meinen experimentelleren Texten eben in der freien Szene. Das ist der Ort, da passiert so viel gerade literarisch und das ist der Ort, an dem ich mich einfach super wohl fühle als Autorin. Ja, danke für diesen kleinen Einstieg schon bereits in dein Arbeitsleben ja auch. Ich habe gerade währenddessen auch gemerkt, ich habe eigentlich vergessen zu sagen, wer das hier eigentlich gerade alles organisiert. Das wissen wahrscheinlich die meisten schon. Nochmal ein kurzer Satz dazu, bevor es dann aber zum Thema kommt, geht, zu dem Buch Brennt. Und zwar diese Veranstaltung wird organisiert von vielen Goethe-Instituten hier in Südamerika sowie auch von einer Reihe der DAD-Lektorate, die hier in Lateinamerika sind. Und genau, ein herzliches Dankeschön nochmal hier an dieser Stelle an alle, die daran beteiligt sind. Jetzt zum Buch. Und zwar, ich möchte da gar nicht so viel vorwegnehmen. Das lohnt sich ja bei dem Buch auch, da die Sätze kurz zu halten, sonst verrät man, glaube ich, zu viel. Vielleicht sei so viel gesagt. Also es erzählt von einer Person, von Manet, deren Wohnung mitsamt ihrem Musikstudio abbrennt oder abgebrannt ist. Sie selbst kommt nur knapp mit dem Leben davon. Und dieses sehr einschneidende Erlebnis lässt Manet lange Zeit mit dem Fauchen und Rauschen und Prasseln des Feuers durch Berlin treiben. Und ja, vielleicht nur so viel eigentlich. Ich habe dieses Buch wirklich mit großem Genuss gelesen. Eigentlich ist es ein Buch, empfinde ich, das eine große Langsamkeit auch verkörpert oder beschreibt vielleicht, oder eine Langsamkeit kommt dadurch zum Vorschein. Und doch hatte ich den Eindruck, dass es mich in einen starken Lesefluss gezogen hat. Also eine ganz spannende Konstellation, wie ich finde. Und ja, Sudabi, ich freue mich auf diese kleine Reise durch das vielleicht erste Drittel deines Buches, Brennt, das, wie du ja schon erwähnt hast, im Dumont Verlag erschienen ist, 2010. Und magst du uns den ersten Textausschnitt vorlesen? Ja, sehr, sehr gerne. Das ist der Beginn des ersten Kapitels und die Kapitel haben keine Titel, sondern jedes Kapitel hat ein Motto vorangestellt und die Motti sind alle aus Liedtexten entnommen. Beim ersten Kapitel ist das Motto von der Band Tool aus dem Lied Schism und geht wie folgt: I know the pieces fit. 'Cause I watch them tumble down. Später werde ich wissen, dass vor dem Feuer eine Verpuffung war, kenne jetzt aber dieses Wort noch nicht, höre nur das Geräusch, das es bezeichnet, das gerade so klingt wie das Wort, nämlich Puff, eindeutig wie Puff. Davon bin ich aufgewacht. Und, sagt der Feuerwehrmann, der Junge mit den Kratzern im Gesicht, es ist ein Wunder. Das sagt er, dass mein Überleben ein Wunder sei und das der Katzen, denn die haben auch überlebt. Und dass das Wunder direkt mit der Verpuffung zu tun habe, das sagt er auch. Hätten Sie die nicht gehört, also wären Sie von der nicht aufgewacht?
und ich höre die drei Pünktchen so deutlich wie in der Nacht das Puff, nämlich weil er das Wort nicht sagen möchte. Der junge Feuerwehrmann mit den Kratzern im Gesicht möchte nicht tot sagen. Dass ich nämlich tot wäre jetzt, also vorbei, also ein Leichnam oder der verkohlte Rest eines Leichnams, wenn mich die Verpuffung, die Frau Pietsch beim absichtlichen Anzünden der mit Benzin getränkten Holzwände unbeabsichtigt verursacht hat, wenn sie mich nicht geweckt hätte. Das alles sagt der junge Feuerwehrmann mit den Kratzern im Gesicht, aber er sagt es erst in 4 oder 5 Stunden, kurz bevor ein Vogel den Morgen ruft, wenn aus dem Haus nur noch kalter, schwarzer Rauch quillt und ein Gestank von Holzkohle und Chemikalien, wenn 4 der 5 Löschzüge aus der gesperrten Wilski-Straße wieder abgezogen sind, wenn die Beamten von der Brandkripo, nämlich es gibt eine Abteilung bei der Kriminalpolizei, die auf Brände spezialisiert ist, wenn die Beamten von der Brandkripo mit gelben Kunststoffhelmen auf den Köpfen das Gelände nach Spuren abgesucht haben, dann wird der junge Feuerwehrmann mit den Kratzern im Gesicht das mit den Pünktchen sagen. Aber jetzt ist es noch samt dunkel in der Wohnung und auch draußen. Da ist nur dieses Rauschen, nein, Fauchen. Etwas faucht rauschend durch meine Wohnung, vor meiner Wohnung. Vollkommen konzentriert und vollkommen aufrecht sitze ich im Bett und träume überhaupt nicht, sondern ich bin hellwach, obwohl ich gewöhnlich eher schwer hochkomme, also nur langsam aus dem Schlafen ins Wachen überwechsle und registriere wie ein Sensor, wie ein Signalerfassungsgerät registriere ich, dass die Katzen gebannt auf die Wand starren. Die Beine fest ins Kissen gestemmt, ins Kissen neben meinem, die Ohren aufgestellt, starren sie wie gebannt auf die Wand, die das Kopfende der Matratze vom Hausflur, vom Treppenhaus, vom draußen trennt. Mit einem Ruck springe ich hoch, laufe auf das Fauchen zu, das mit jedem Schritt lauter wird und lauter. Durch die Flügeltür, alte, weiß gestrichene Flügeltür, dann ins Studio und links in den Flur. Das Fauchen kommt aus dem Treppenhaus. Die Wohnungstür öffnen, sie sofort wieder schließen. Die Wohnungstür brennt von außen. Das bedeutet, eine 90 mal 200 Zentimeter große Fläche, die senkrecht zum Boden steht und jetzt, weil ich die Tür geöffnet habe, in einem spitzen Winkel in meine Wohnung hineinsteht, sie lodert. Die Holzwand links daneben brennt und der Boden vor meiner Tür und es ist eine Tatsache, dass ich in diesem Moment nachdenke. In diesem Moment, in dem ich die Tür aufreiße und sie sofort wieder zuwerfe, denke ich über Wasser nach, über eine Decke zum Ersticken. Ich denke über Schutz nach, aber kaum, dass ich die Tür zugeschlagen habe, ein Lichterkranz. Da, wo sie im Rahmen aufliegt, schlagen plötzlich Flammen durch. Ölfarbe schmilzt, stinkt, schlägt Blasen. Wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr. Mich daran erinnern, die 112 wählen. Mit einem Herrn sprechen, der sich unter dieser Nummer meldet. Ich spreche sehr ruhig. Es brennt, sage ich. Wilskistraße 56, Nähe U-Bahnhof Krumme Lanke. Er fragt nach meinem Namen. Mané, beginne ich, dann tost es hinter mir und ich lasse den Hörer fallen. Jetzt ist das Rauschen innen, das Fauchen auch. Die Hose überziehen, in Windeseile, das T-Shirt, in dem ich geschlafen habe, alt, weit, blau-weiß geringelt, es anlassen, die Weste darüber streifen. Kein einziges Gefühl, nur anziehen, umsehen. Es gibt keine Grenze mehr zwischen außen und innen. Ich schnappe, ja, genau so, schnappe mir den Kater. Er ist sehr still, er ist 4,5 Monate alt. Er lernt die Welt kennen, denke ich, und drücke ihn an meine Brust und er drückt seine Krallen durchs T-Shirt in meine Haut. Krällchen ist kein Wort. Wäre es eines, müsste ich sagen, dass er seine Krällchen in meine Haut drückt. Er will auf keinen Fall hinunterstürzen. Ich kann ihm nicht erklären, dass, was er tut, ungünstig ist, dass es die Situation noch ein wenig komplizierter macht für mich. Also befehle ich der Haut über meiner Brust, sich nicht so anzustellen, während ich nach der Katze sehe, während ich sie rufe. Endlich höre ich sie. Sie ist auf der anderen Seite des Fauchens. Das bedeutet, wir sind getrennt. Und ich denke, dass sie sterben wird. Also befehle ich meinem Gehirn, nur noch Hilfreiches zu denken.
Der Kater an meiner Brust keucht. Dann schreit er und ich huste. Ich rufe noch einmal nach der Katze, die verbrennen wird. In diesem Moment ist das ihre Zukunft. Verbrennen. Oder erst ersticken, dann verbrennen. Sie ruft zurück, maunzt, kreischt, schiebt Panik durchs Fauchen. Ich greife nach dem Wohnungsschlüssel, unnütze Bewegung, sinnlos, mechanisch, lasse ihn fallen wie vorher den Hörer, stopfe mit der freien Hand den Geldbeutel in die Hosentasche, Ausweis. Man braucht einen Personalausweis, wenn man mit der Polizei zu tun hat. Wenn es brennt, kommt nicht nur die Feuerwehr. Wenn es brennt, kommt nicht nur die Feuerwehr und es gibt keine Grenzen mehr zwischen außen und innen. Danke, Sudabe, für den ersten Teil. Die Figur erzählt, schreibt einerseits aus einer Retrospektive und nimmt ja so eigentlich schon ganz schön viele Informationen vorweg. Sowas wie, dass es sich hier um einen Brandanschlag handelt oder schildert aber auch andererseits die Situation aus der inneren Situation heraus, in dem es um ihr Überleben geht. Aber es wird auch klar, dass sich die Normalität gerade auflöst und im Jetzt der Figur brennt es und es entsteht eine Konstellation, die hier bereits angedeutet ist. Manet als Brandopfer, Frau Pietsch als Täterin und die Feuerwehr als Retter. Und ich habe auch schon gerade gesehen, dass im Chat genau die Frage kam, die ich jetzt stellen möchte auch, warum hast du dich für das Verb brennt oder für das konjugierte Verb brennt als Titel für das ganze Buch entschieden? Ja, das ist eine, es kommt eine Antwort, die man vielleicht nicht erwartet. Es ist so, dass Titelvergebungen eine sehr heikle Sache sind im Literaturbetrieb. In der Regel ist es so, dass Autoren und Autorinnen einen Titel für ihr Buch haben und bei einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentsatz aller Bücher, die in Deutschland publiziert werden, ist es so, dass der Titel, den die Autorin ihrem Werk gegeben hat, nicht der ist, der nachher auf dem Buch erscheint. Man muss, wenn man jetzt nicht zu den Top 10 super erfolgreichen deutschen Autorinnen und Autoren gehört, unterschreibst du in deinem Vertrag, dass der Verlag ein Mitspracherecht beim Titel und beim Cover hat, weil das Teile des Marketing sind. Also der Titel aus Sicht des Verlages ist der Titel ein Teil des Marketings. Aus Sicht der Autorin natürlich überhaupt nicht. Aus Sicht der Autorin ist der Titel ein Teil des Werks und zwar ein sehr, sehr wesentlicher Teil des Werks. Mein Titel war ein vollkommen anderer. Mein Titel war Folgelandschaft. Das ist ein Fachbegriff aus der Geografie und bezeichnet stillgelegte Tagebauten. Also wenn man Kohle irgendwo abgebaut hat, und dann irgendwann baut man keine Kohle mehr ab. Das heißt, die Erde ist aufgerissen und es stehen noch vielleicht verrostete Bagger rum. Und das ist, die Landschaft ist jetzt so, wie sie ist, als Folge der Arbeit, die dort vorher getan wurde. Ist ein Fachbegriff und in Deutschland, wahrscheinlich auch anderswo auf der Welt, ist es so, dass in diesen Folgelandschaften häufig später neue Natur angesiedelt wird. Sehr oft werden da auch Naturschutzgebiete angesiedelt, Klettergärten und solche Geschichten. Und in diesem Buch geht es, das fand ich sehr toll, Gabriela, dass du das gleich gemerkt hast, sehr viel um Langsamkeit und um die Folgen, wenn man so will, die Narben von Dingen, die wir erlebt haben in unserem Leben und die nicht spurlos an uns vorübergehen. Ja? Insofern war Folgelandschaft für mich ein wunderbarer Titel. Der Verlag hat sofort gesagt, den Titel können wir auf gar keinen Fall nehmen. Das ist viel zu technisch. Ich fand den Titel auch noch sehr poetisch, Folgelandschaft. Ja? Da haben sie überhaupt nicht gelten lassen, kann man nicht verkaufen. Und im Endeffekt haben mir dann, ich glaube, 20 Titel vorgeschlagen, die alle ganz, ganz schrecklich waren. Und der letzte war dann dieser Titel Brennt, den hat der Verleger vorgeschlagen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, let's do Brennt. Aber es war von denen mir vorgeschlagenen der Titel, den ich am wenigsten schrecklich fand. Das ist wirklich so. Das wissen die auch im Verlag. Also ist kein Geheimnis. Ja. Das ist eine ganz spannende Perspektive, die mir natürlich als Außenstehende überhaupt nicht klar war bis jetzt.
gut zu wissen, denn manchmal fragt man sich ja, wie ist dieses Buch zu diesem Titel gekommen? Jetzt weiß ich. Ja. Bemerkenswert finde ich auch, dass diese Figur, also Manet, diese Protagonistin, in dieser Situation, die du uns ja gerade schon ein wenig gezeichnet hast, auch eine Idee von Liebe entwickelt. Das würde man ja so vielleicht jetzt nach den Teilen gar nicht denken. Und das ist ein, wie ich finde, sehr zentrales Thema in diesem Buch. Würdest du uns die nächste Stelle vorlesen? Ja, das ist eine relativ kurze Stelle und da geht es drum. Also Manet steht inzwischen auf einem Balkon, auf dem Balkon hinter ihrem Studio. Sie ist Musikproduzentin, deswegen gibt es in dieser Wohnung ein Studio. Und da ist ein Balkon dran, da steht sie drauf und über ihr im zweiten Stock kommt gerade eine Frau aus dem Fenster und es steht eine Leiter an diesem Fenster und die Feuerwehr hilft dieser Frau, die heißt Frau Naumann, jetzt aus dem Fenster zu steigen und runterzukommen. Oben steigt Frau Naumann mit ihren Pumps auf die Leiter und es sieht aus, als umarme der Feuerwehrmann sie. Aber er steht ein paar Sprossen tiefer und hält seine Arme nur wie einen runden, weiten Käfig um sie herum und berührt sie nicht dabei. Er schützt sie. Vom Herunterfallen schützt er sie und ich denke zum zweiten Mal in dieser Nacht über Schutz nach und darüber, dass ich diesen Feuerwehrmann gerne küssen würde. Es ist eine Tatsache, dass ich das sehr ernsthaft denke. Ich denke, ich würde diesen Feuerwehrmann gern küssen, weil er seine Arme wie einen runden Käfig um Frau Naumann hält, die mit ihren Pumps und den hautengen Röhren-Stretch-Jeans und ihrer platinblonden Dauerwelle und dem pflaumenroten Damenstepp-Anorak auf der Leiter steht und nun mit ihm zusammen in Frau Naumanns Tempo die Leiter hinabsteigt. Deswegen würde ich diesen Feuerwehrmann gerne küssen. Und ich denke, dass ich ganz neu denken lernen muss, dass Liebe etwas ganz anderes ist, als ich bis jetzt dachte. Nämlich ab jetzt weiß ich genau, wie sie sich anfühlt. Sie fühlt sich so an, so wie ich mich fühle, als ich den Feuerwehrmann mit seinen Armen um Frau Naumann sehe. So, genau so, damit sie nicht hinunterfällt. Deshalb und damit sie so wenig Angst wie möglich hat. Nämlich auch, wenn es ganz schlimm ist, kann jemand versuchen, dass ein bisschen weniger Angst aufgeht. Und das ist Liebe. Denn er hetzt sie nicht und er zerrt nicht an ihr und er schreit sie nicht an und sagt nicht schneller, schneller und er sagt auch nicht nur, machen Sie mal hin, da oben stehen noch zwei. Er setzt einfach immer einen Fuß auf die nächste Sprosse, wenn Frau Naumann es tut und es sieht fast aus, als tanzten sie und ich überlege kurz, ob ich ihn um seinen Namen bitte, wenn er gleich an mir vorbeikommt. Sie müssen nämlich er und Frau Naumann an meinem Balkon vorbei auf dem Weg nach unten. Überlege also, ob ich ihn um seinen Namen bitte, damit ich mich nachher zu ihm durchfragen und ihn küssen kann. Aber dann knackt die Scheibe in der Balkontür. Meine Wohnung brennt, flüstere ich. Und es ist eine Tatsache, dass ich bereits in diesem Moment nicht mehr darüber nachdenke, was das bedeutet. Also eine Geräuschkulisse, die uns dort auch begleitet, die du ja auch schon durch die leitmotivischen Zitate eigentlich zu Beginn anstatt des Titels auch, die ja noch eine andere Funktion haben, aber diese Geräusche, die Musik, wenn man sie sich mal anhört, hat ja auch ein Potenzial. Darüber ließe sich vielleicht später nochmal sprechen. Gerne nochmal zurück zum Thema Liebe. Kann man sagen, dass sich Manet in diesem Moment in den Feuerwehrmann verliebt? Wir werden ihn später auch mit Namen kennenlernen, er heißt Sebastian. Und welche Bedeutung hat denn eigentlich die Liebe für die Figur in dem Moment des Überlebens? Und wird sich diese Definition von Liebe im Laufe des Buches bestätigen? Die Figur ist ja erlebt, ist ja gerade im Begriff, ein Trauma zu erleben. Also sie wird in diesem Moment gerade traumatisiert. Und ich glaube, dass eigentlich der wichtigste Weg raus aus dem Trauma immer über die Liebe geht. Und die Liebe ist in meiner Welt ein Synonym für gewaltfreie Verbundenheit. Das ist, was in dieser Szene quasi eingefangen ist, wenn man so will.
Ein Mensch ist in Gefahr, das ist in diesem Fall diese Frau Naumann, der Feuerwehrmann kommt dazu, jetzt gibt es eine Chance auf Verbundenheit und jetzt muss ich entscheiden, wie geschieht diese Verbindung? Geschieht sie gewalttätig, geschieht sie rücksichtslos, geschieht sie achtlos, geschieht sie nebenbei oder geschieht sie achtsam, aufmerksam, respektvoll und liebevoll? Und das ist, was dieser Feuerwehrmann tut. Und es ist nicht selbstverständlich, weil der Feuerwehrmann ist ja auch im Stress. Und hinter Frau Naumann, das weiß man jetzt nicht, aber da stehen tatsächlich noch zwei Leute, die auch in der Wohnung sind. Und hinter denen brennt das Feuer. Das heißt, es müsste eigentlich ganz schnell gehen. Aber der Feuerwehrmann entscheidet sich, dass es am geschmeidigsten geht und damit auch am schnellsten, wenn er liebevoll mit dieser Frau umgeht. Das ist Liebe. In meiner Welt ist das Liebe. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Manet sich in diesem Moment in ihn verliebt, aber auf jeden Fall scheint es ja in ihr eine erotische Attraktion hervorzurufen. Und ich glaube, dass diese Intensität der Liebe, die geschieht in diesem Moment, der Samenkorn ist, aus dem immer eine Verliebtheit dann entstehen kann, ja. Und ja, das entwickelt sich im Buch allerdings extrem langsam. Also es geht nicht sehr schnell. Auch wenn es kurz gibt, es etwas sehr Schnelles und danach dauert es noch ziemlich lange. Ja. Wunderschön, genau. Man könnte jetzt so viele Dinge verraten, was wir nicht machen werden. Manet fasst ja sehr schnell Vertrauen zu diesem Feuerwehrmann Sebastian, ja, und vertraut ihm ja auch sogar ihr Instrument an, eines der Instrumente, das sie da retten kann. Und lässt sich dann von einem anderen Feuerwehrmann in Sicherheit bringen. Und könntest du uns diese Stelle vorlesen? Ja, genau. Ist das die Stelle mit "Sie sind sehr freundlich"? Dieser Feuerwehrmann bis zu... Entschuldigung. Ja, das habe ich lieber reingeschoben. Genau, ja. Mhm. Ja. Also das ist jetzt der zweite Feuerwehrmann, genau. Dieser Feuerwehrmann ist kein so guter Tänzer wie der, den ich später küssen möchte. Er hält meinen rechten Oberarm fest in seiner Hand. Kurz sehe ich hoch in den Rauch über uns und plötzlich weiß ich, dass er tatsächlich ein Geräusch macht. Ein dumpfes, weiches, kaum hörbares Raum einnehmen. Genauso klingt Rauch. Und plötzlich weiß ich außerdem, dass der Tod nicht mehr aufhören wird zu fauchen. Eigenartig, denke ich, weil ich immer davon überzeugt war, der Tod wäre etwas Stilles, Lautloses, etwas wie Rauch, nur umgekehrt, nämlich ich dachte, der Tod sei ein dumpfes, weiches, kaum hörbares Raum auflösen und Zeit auflösen. Aber ich habe mich geirrt. Der Tod rauscht und faucht. Er wird nicht mehr damit aufhören, denke ich noch einmal. Und das geschieht dir recht, sagt eine Frauenstimme. Diese Frauenstimme und auch ein wenig später danach eine Männerstimme werden die Ich-Erzählerin Manet ja sehr lange begleiten. Und sie sind es auch, die wichtige Momente ihrer Geschichte, also Manets Geschichte, erzählen. Diese, man könnte fast sagen, mehrstimmige Erzählkonstruktion ist schon besonders faszinierend, finde ich. Und wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ja, also das kennt ihr sicherlich alle, dass wir in bestimmten Situationen verschiedene Stimmen im Kopf haben. Und zwar jetzt nicht im Sinne von so einer klinischen Diagnose von Schizophrenie oder so, sondern es ist so, wie wir sind in einer Situation, wir müssen etwas entscheiden und wir haben selber in uns drin unterschiedliche Meinungen dazu. Oder was wir entscheiden müssen, erinnert uns an verschiedene unterschiedliche Dinge, die uns vorher schon passiert sind. Und in einem traumatischen Zustand ist es so, dass sich die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft ganz dicht in eins schieben. Also das psychische Erleben dieser unterschiedlichen Zeiten verschiebt sich wie in ein ganz dichtes Kontinuum.
Und die beiden Stimmen, die haben auch, die bekommen Namen später im Buch. Die weibliche Stimme, die hier gerade ganz kurz aufgeklungen ist, ist eine sehr, sehr böse Stimme. Sie heißt Pia. Sie ist total fies und macht die Manet immer ganz runter. Das heißt, es ist eine ganz kritische Stimme. In der Psychologie sagen wir auch so, die innere Kritikerin. Ja? Und der Lars hat die zweite Stimme, das ist eine männliche Stimme. Der ist eher so ganz lieb und ruhig und ein Konfliktlöser, ein Verbinder. Ja? Mir war das wichtig in diesem Buch, in dem es darum geht, wie ein Mensch, wie in diesem Fall die Manet, aus einer Traumatisierung wieder zurückfindet in ein Leben, in dem Glück wieder denkbar wird und in dem das Selbstgestalten des Lebens wieder denkbar wird. Weil ein Trauma zu erleben bedeutet, dass man in einer Situation ist, die man nicht mehr selbst gestalten kann. Ja? Und die schlecht für einen ist. Mir war es wichtig zu zeigen, welche Mechanismen wir zum Überleben entwickeln, wenn wir in einer traumatischen Situation gefangen sind. Und ein Mechanismus ist, dass das Gehirn alle Erfahrungen, die es sammeln konnte bis zu diesem Zeitpunkt, massiv einsetzt, um die besten Entscheidungen zu treffen in einer Situation, in der wahnsinnig schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Und diese Stimmen repräsentieren diese inneren Weisheiten, die aber manchmal auch störend sein können, also die sozusagen schwer aushaltbar sind. Die Pia-Stimme ist sehr, sehr schwer aushaltbar. Die wird im Verlaufe des Buches, sagt die teilweise ganz, ganz, ganz fiese Dinge zu der Manet. Aber das gibt der Manet gleichzeitig die Chance, auch die Stimme vom Lars zu hören, der dann was dagegen setzt und sagt, nee, Moment mal, so sehe ich das nicht. Und so entsteht innerhalb einer Psyche ein neues Equilibrium, ein neues Gleichgewicht, wenn man genug Zeit lässt, damit es entstehen kann. Und deswegen ist die Langsamkeit so wichtig. Und deswegen ist dieses Buch auch so langsam. Es geschieht in einer großen Langsamkeit. Das ist ein Buch über das Recht auf das eigene Tempo. Und wir brauchen zu unterschiedlichen Zeiten in unserem Leben unterschiedliche Tempi, ja, unterschiedliche Lebenstempi. Und jemand, der so aus dem Lot gerät, wie eine traumatisierte Person, wie diese Manet, verliert oft, kann nicht mehr mithalten mit dem Tempo der Welt da draußen. Wir werden, wenn wir traumatisiert werden, langsamer und geraten in ein ganz eigenes Tempo. Und diese Stimmen besiedeln, wenn man so will, bewohnen dieses Tempo. Sie bewohnen die Langsamkeit. Das hast du wunderschön gesagt. Also ich muss auch sagen, also diese Langsamkeit, die ja sehr deutlich wird, ist aber gar nicht langweilig, was man ja vielleicht manchmal damit verbindet, ne? Langsamkeit, langweilig, weil eben die ganze Zeit so viel Dialog da ist und so viel passiert, auch wenn nach außen hin vielleicht gar nicht viel passiert und von anderen Personen in dem Roman ja auch vielleicht gewünscht wäre, dass schneller was passiert. Ja. Die Langsamkeit, darf ich das vielleicht noch ganz kurz sagen, die Langsamkeit wird von Manet, empfindet die Situation ja auch gar nicht als langsam. Sondern es ist ihr Tempo, sondern die Welt da drumherum findet sie zu langsam. Sie wird ständig gepusht, irgendetwas zu tun. Mach eine Psychotherapie, nimm Tabletten, fang wieder an zu arbeiten, geh zum Arzt, mach den Haushalt. Ja, sie wird ständig aufgefordert, etwas zu tun. Aber sie reibt sich, sie ist viel zu langsam dafür. Ne? Aber sie ist deshalb so langsam, weil so viel los ist in ihrem Inneren. Ja, genau deshalb ist sie so langsam. Ich glaube auch, also jetzt nochmal ganz kurz auf die Metaebene zu gehen und nochmal Anschluss zu finden an die Reihe, die wir hier gerade veranstalten. Diese Pandemie hat ja auch je nach Privilegium natürlich auch eine gewisse Entschleunigung, wie das ja auch in vielen Medien so schön proklamiert wurde, bei vielen Leuten hervorgerufen oder man konnte sie vielleicht zulassen, weil nach außen gar nichts mehr stattgefunden hat und das Innere mehr zur Ruhe kommen konnte, je nach vielleicht auch ökonomischer Situation. Ja, aber das, finde ich, ist auch nochmal eine schöne Brücke, die man da schlagen kann. Aber vielleicht machen wir noch kurz weiter. Also Manet wird ja gerettet und jetzt begleiten wir sie nun durch die ersten Momente dieses Überlebens. Und ich würde dich gerne bitten, die nächste Passage vorzulesen. Genau, jetzt nur nochmal Sicherheitshalber, damit ich die richtige Stelle jetzt gebe und links von mir das Haus. Ja, richtig, Seite 9. Okay. Mhm. Alles klar. Dann lese ich jetzt weiter.
Manet ist jetzt inzwischen unten auf dem, also runtergekommen vom Balkon. Genau. Links von mir das Haus duckt sich wie ein speiendes, würgendes Ding, nämlich rauchwürgend, das man totgeschlagen hat. Jemand, irgendwer, fast totgeschlagen, denn es hustet noch, röchelt. Und ich lasse den Blick über die Menschen im Feuerwehrwagen fahren und sehe noch einmal zum Dach hoch und wende mich um und frage, ob sie in allen Wohnungen gewesen sind. Der Feuerwehrmann nickt. Natürlich, sagt er, warum denn? Frau Peach, antworte ich, huste, zeige aufs Dach, huste wieder. Sie fehlt, sage ich, nämlich sie steht hier nirgends. Sie sitzt auch nicht im Mannschaftswagen. Welche Wohnung? Seine Stimme klingt gepresst. Oben links, sagt Vroni hinter mir im Wagen, weil ich schon wieder huste. Oben unterm Dach der linke Eingang, sage ich, aber da wirft er schon die Tür zu und rennt los und ich schaue durchs Mannschaftswagenfenster. Er ruft etwas, das ich nicht verstehe, verschwindet mit 6 oder 7 anderen Männern hinterm Haus dorthin, wo es ins Treppenhaus geht. Ich drücke meinen Kater fester an mich, vorsichtig drücke ich ihn. Und eine Katze im 1. Stock links, flüstere ich. Und weil das Fenster von meinem Atem beschlägt, wende ich mich um. Das Wageninnere ist ein Mischdunstraum aus Schweiß und Alkohol und Lenore und Schlaf und Talg und Angst. Und ich schließe den Reißverschluss der Weste und schiebe meine Hand unter Sandman, so heißt der Kater, damit er ein Nest hat, ein Versteck, und gehe durch den schmalen Mittelgang zwischen Nachbarknien entlang und setze mich auf den einzigen Platz, der noch frei ist, hinten neben Herrn Manteuffel und halte auch im Sitzen die Hand unter das Katzennest. Leichtes, warmes Lebendgewicht in meiner linken Handfläche. Frau Peach ist nicht im Haus, sagt der Feuerwehrmann, der eine halbe Stunde später die Mannschaftswagentür öffnet, der blutige Kratzer im Gesicht hat, der etwas im Arm hält, etwas Dunkles, Löschschaum verklebtes. Gehört jemandem von Ihnen diese Katze, will er wissen. Und ich will Ja sagen und die Hand heben. Das ist meine, will ich sagen. Deshalb mache ich den Mund auf, aber nichts. In meiner Kehle steht die Luft wie eine Säule aus festem, grau meliertem Granit. Und ich höre Herrn Manteuffel sprechen. Ist das nicht Ihre Katze? Fragt er und sieht mich an. Aber ich bin eingekeilt zwischen innen und außen und denke, dass ich gleich an einer Granitsäule ersticken werde und dass das vollkommen unmöglich ist und gar nicht sein kann. Und dann kommt ein lautes, pfeifendes Quietschen aus meinem Hals und der Feuerwehrmann mit den Kratzern im Gesicht will in den Mannschaftswagen hochsteigen, um mir meine Katze zu bringen. Aber die faucht laut und springt einfach quer durch den Mischdunst und landet halb auf meinem Schoß und halb auf ihrem unter der Weste verborgenen Bruder, der keinen Mucks von sich gibt. Klebriges, nasses Katzenfell unter meiner Hand. Wie heißt sie? Fragt der Feuerwehrmann, der jetzt neben mir steht. Und obwohl meine Katze eigentlich Joplin heißt, sage ich Death. Und wundere mich überhaupt nicht, weder darüber, dass Joplin einen neuen Namen hat, noch darüber, dass ich plötzlich wieder atmen und also sprechen kann, sondern ich sehe den Feuerwehrmann an und nicke und sage noch einmal, meine Katze heißt Death. Zu diesem Abschnitt hätte ich zwei Fragen. Einmal zu der Person Frau Peach. Wir haben ja bereits sofort zu Beginn des Textes erfahren, dass es eine der älteren Nachbarinnen von Manet ist und dass Frau Peach auch den Brandanschlag verübt hat. Mhm. Und nach ihrer Rettung sorgt sich ja Manet um Frau Peach, aber das hat sie ja auch schon vorher, also sie kümmert sich ja auch vorher schon, hat sich um Frau Peach gekümmert. Mhm. Wer ist diese Täterin eigentlich? Und wir erfahren ja über diese Person relativ wenig gesicherte Informationen im Laufe des Textes, des Buches. Ist das wichtig oder ist es gar nicht wichtig, wer diese Person eigentlich ist? Das wäre die erste Frage. Und ich schiebe noch gleich die zweite hinterher. Ja, gern. Die Katzen. Die Katzen sind ja durchaus auch Figuren eigentlich in diesem Roman. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum eigentlich Manet sich so spontan entscheidet, den Namen zu wechseln zwischen Joplin und Death. Also, und ist das eher unbewusst oder warum macht sie das? Okay.
Okay, erst zu Frau Pietsch kurz. Das, was, glaube ich, wichtig ist an Frau Pietsch, ist, das erfährt man nach und nach im Buch, aber eher so nebenbei, dass sie eine ziemlich einsame und ja, Person ist, vielleicht auch ein bisschen egoistisch in ihrer Einsamkeit, die eigentlich gar nicht speziell was gegen diese Manet hat, sondern die lebt vom Sozialamt und lebt in dieser Wohnung, in der sie dort lebt, vom Sozialamt bezahlt. Und das Sozialamt zahlt einfach nicht mehr Miete. Und wenn sie will aber da raus, weil das eine furchtbare Wohnung ist, in der sie da eingepfercht ist. Und sie findet in Berlin keine Wohnung, die billiger ist als das. Und deswegen lässt das Sozialamt sie dort nicht ausziehen. Und deswegen will sie dieses Haus abfackeln. Und deswegen hat sie beschlossen, sie brennt jetzt einfach mal eine Wohnung in dem Haus ab. Und es ist mehr oder weniger Zufall, dass es die von Manet ist. Insofern ist die Täterin in diesem Buch ist jetzt keine rassistische oder, ja, das Buch ist 2005 erschienen. Das ist nicht viele Jahre, nachdem es in Deutschland eine ganze Reihe von rassistischen Brandanschlägen gab, furchtbaren, bei denen auch viele Leute umgekommen sind. Diese Täterin ist nicht so eine rechtsradikale irgendwie Täterin, sondern eher selber ein Opfer der Gesellschaft, ein Opfer des Systems, was aber was Schlimmes tut. Ja, also es ist ein Opfer, mit dem man kein Mitleid haben muss, aber jetzt auch nicht, ich wollte nicht so eine Gegenüberstellung von hier ist ein Brandopfer und da ist ein beschissener Täter oder so, ja. Das war nicht mein Interesse. Deswegen wollte ich auch nicht, dass das Buch brennt heißt, weil ich wollte eigentlich den Fokus weghaben von diesem Brand, der löst eigentlich nur was aus, ja. Also nur, der löst nur was aus, nämlich dieses innere Traumageschehen und dieses Geschehen aus dem Trauma zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Und das hätte auch ein anderes Trauma sein können. In dem Fall war es jetzt halt dieses. Ja. Man merkt das ja auch gut im Buch, dass Frau Pietsch tatsächlich nicht eine zentrale Rolle hat. Also genau. Da gibt es ja andere Personen, die viel wichtiger sind oder eben auch die Katzen. Genau, ja, genau. Danke für die Überleitung. Du solltest zum Radio gehen. Wunderbare Anmoderation. Genau, die Katzen. Also die Katzen heißen in diesem Buch natürlich nicht aus Versehen, wie sie heißen. Der Kater heißt Sandman. Der Name verändert sich auch nicht. Und die Katze heißt eigentlich Joplin nach Janis Joplin. Und in diesem Moment, wo sie den Tod überlebt hat, benennt Manet sie um. Ja, es ist so wie ein Omen. Ja? Sie hat den Tod überlebt, also sie ist quasi genauso stark wie der Tod. Die Katze hat den Tod überlebt. Und für die von euch, die sich vielleicht ein bisschen in der Comic-Szene auskennen, also diese Figuren sind, diese Namen sind Zitate, was übrigens auch im deutschen Feuilleton niemandem aufgefallen ist. Und zwar sind es Neil Gaiman-Zitate. Ja, Sandman. Das erwähnst du doch sogar noch irgendwo explizit im Buch, oder? Natürlich, ja, natürlich. Also ich habe eine Hommage an ihn. Trotzdem ist es niemandem aufgefallen. Das liegt daran, weil weder diese Musikzitate noch diese Gaiman-Zitate, das gehört alles nicht in den bildungsbürgerlichen Literaturkanon. Und dann lesen die das und erkennen es nicht und dann interessiert es sie nicht. Ja? Und damit verstehen sie aber die Hälfte von dem Buch nicht. Das ist irgendwie total... Naja, Punkt. Genau. Also in dem Moment, wo die Katze quasi aus dieser Todesfalle brannt, wieder ins Leben zurückgetragen wird von diesem Feuerwehrmann, beschließt, und das passiert, glaube ich, wie so ein Automatismus, die Manet, dass sie jetzt quasi den Brudernamen zu ihrem Bruder bekommt, ja, den passenden, nämlich Sandman und Death. Und damit ist das eine große Hommage an Neil Gaiman, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Genau. Kann ich euch allen nur empfehlen. Neil Gaiman, der hat auch einen ganz tollen Roman geschrieben, der hier auch zitiert wird. In diesem Buch gibt es später ein kleines Mädchen, die eine sehr wichtige Rolle spielt, die heißt Coraline. Französisch, Coraline, und das Buch heißt Coraline. Ist ein Roman von Neil Gaiman, der heißt Coraline, und da geht es um eine Figur, die
von einer Welt in dieselbe Welt auf der Schattenseite wechselt und wieder zurück. Genau, ja, also es sind viele Neil Gaiman-Zitate in diesem Buch untergebracht. Schattenwelten, das sieht man dann ja auch später noch bei der Figur, welches Leben Coraline hat, ne? Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in der Geschichte. Manet kommt zu ihrer Cousine, wo sie erstmal bleiben kann, und da bleibt sie dann auch direkt ein paar Monate. Und genau, wir haben verabredet, dass du die Passage vorliest, wie sie in diesen Übergang kommt oder da ankommt. Wie sie bei der Cousine ankommt, ne? Genau. Genau, ja, das lese ich jetzt. Vielen Dank. Genau, also die Cousine heißt Clara, die Feuerwehr bringt sie dorthin. Die Feuerwehr hat vorher noch das Katzenklo und Katzenstreu aus der Wohnung geholt, weil Manet die reingeschickt hat, die sollen das holen. Und es gibt jetzt eine Kleinigkeit, die ich noch dazu sagen muss, weil es eine kleine Stelle ist, die ich vorher nicht vorgelesen habe. Dieser Feuerwehrmann, den sie küssen will, der hat, als er sie runtergeholt hat vom Balkon, hat sie ihm eine Querflöte in die Hand gedrückt und ihm gesagt, dass er nicht auf die Klappen fassen darf und nicht aufs Mundstück, sondern nur an einer bestimmten Stelle, damit das Instrument nicht kaputt geht. Das war einfach das einzige Instrument aus ihrem Musikstudio, was sie noch geschafft hatte zu retten. Genau, und er hat dann diese Querflöte in die Hand gedrückt gekriegt und danach hat sie ihn nicht mehr gesehen. Jetzt ist sie bei der Cousine. Clara ist bleich und verschlafen und fragt erst alles gleichzeitig und dann fragt sie gar nichts mehr, sondern kocht Kaffee. Und die Polizisten tragen ein Katzenklo und eine grau verfärbte Papiertüte hoch, notieren sich Claras Telefonnummer und sagen ihr, dass sich morgen jemand melden wird, weil ich zu einer Zeugenbefragung in die Keitstraße muss. Nämlich in der Keitstraße sitzt die Brandkripo. Es wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt werden, erklärt einer von ihnen. Gegen unbekannt, sagt er noch. Schwere Brandstiftung, sage ich. Er nickt. Ja, sagt der andere, Brandstiftung ist ein Offizialdelikt. Der Geschädigte, also Sie, sagt der Polizist, der die Tüte getragen hat und zeigt mit dem Finger auf mich, der Geschädigte kann nur als Nebenkläger auftreten. Als Hauptkläger tritt der Staat auf. Der Staat, sage ich. Die Bundesrepublik Deutschland, genau, antwortet er, weil es ein Offizialdelikt ist. Und Clara bringt die beiden zur Tür und ich höre, wie sie fragt, ob ich zu einem Arzt müsste. Unbedingt, sagt einer von ihnen, erstens wegen der Rauchvergiftung und zweitens, weil es nicht unwahrscheinlich ist, dass sie eine posttraumatische Depression entwickelt. Posttraumatische Depression, sage ich zu Death und Sandman und setze mich. Das ist ganz normal nach einem solchen Erlebnis, sagt der Mann noch, und auf seiner Stimme liegt ein leichter Hall, weil er schon im Treppenhaus steht. Aber ich schüttle den Kopf. Morgen habe ich Aufnahmen, sage ich, als Clara in die Küche zurückkommt. Du spinnst wohl, Aufnahmen. Du gehst morgen zum Arzt, sagt sie, und schau dich mal an, sagt sie, du siehst ja aus wie der Tod auf Latschen. Wo willst du überhaupt etwas aufnehmen, wenn... Sie runzelt die Stirn, schaut erst auf ihre Hände, dann wieder zu mir herüber. Ist wirklich die ganze Wohnung abgebrannt? Ich denke, dass Claras Augen im Licht der Küchenlampe honigfarben sind. Und ich denke, dass mir das noch nie aufgefallen ist und dass Clara wirklich schöne Augen hat. Samt Studio und allem? Fragt sie. Und noch einmal alles? Ich bin durch eine Ruine gelaufen, antworte ich. Clara zündet sich eine Zigarette an. Du gehst morgen zum Arzt, sagt sie leise. Und wenn ich dich persönlich hinschleife? Dann summt Death kaum hörbar vor sich hin. Ich öffne den Reißverschluss der Weste. Zwei winzige Katzenköpfe tauchen auf. Clara hält sich die Hand vor den Mund. Die hatte ich ja ganz vergessen, flüstert sie. Sandman springt zuerst. Sekunden später Death. Blitzschnell verziehen sie sich in die Schatten unterm Küchensofa. Wie sehen die denn aus? Sagt Clara leise. Das kommt vom Löschschaum, erklärt Lars. Aber Clara hört ihn nicht. Sie seufzt nur leise, steht auf, schüttet Streu ins Katzenklo, geht zum Kühlschrank, holt Hackfleisch hervor, formt Bällchen daraus, als mache sie Buletten, klitzekleine Katzenbuletten, legt sie auf den Boden neben ihre Füße. Wie zwei getigerte Sternschnuppen flitzen die beiden unterm Sofa hervor, fressen, bis nichts mehr übrig ist, schlecken noch den Boden ab, dann springt Death auf meinen Schoß zurück und Sandman verzieht sich wieder unter das Sofa.
Ich lasse dir mal eine Wanne ein, sagt Clara. Du verpestest mir die ganze Wohnung mit diesem Rußgestank, Benzin, Chemie, was auch immer das ist, sagt sie und verschwindet im Bad. Dann läutet es an der Tür. Was ist denn jetzt? Schon wieder brummt Clara, geht vom Bad, wo Wasser plätschert, an der Küche vorbei zur Wohnungstür. Ist sie noch wach? Eine Männerstimme. Erst schaue ich in den Flur, dann auf meinen Schoß, der plötzlich wieder verwaist ist. Death ist nicht mehr zu sehen. Clara kommt zurück, hinter ihr leuchtendes Orange. Da sind sie ja, sage ich, und denke, dass manche Dinge sich ganz von selbst und ohne mein Zutun und völlig anders lösen, als ich vermutet hätte. Er lächelt, bleibt neben Clara in der Küchenmitte stehen. Sie sieht von ihm zu mir, von mir zu ihm, schweigt. Ich habe sie eingepackt, sagt er schließlich. Ich dachte, sagt er, wegen der Klappen und dem Ruß, ich habe sie auseinandergenommen und darauf geachtet, nicht auf die Klappen zu fassen. Keine Sorge, sagt er, nämlich er hat meinen kritischen Blick entdeckt. Ich habe sie in Tücher gewickelt. Er legt eine Pappkiste auf den Küchentisch und ich denke, dass er sich wirklich gar nicht mal so ungeschickt anstellt, dieser Feuerwehrmann, wenn es um Querflöten geht. Sie waren in einer Welle, sage ich. In einer Welle? Ich nicke. Deshalb habe ich sie nicht gefunden. Sie waren in einer Feuerwehrmannwelle, erkläre ich. Und er legt den Kopf schräg und lächelt wieder. Wir sehen alle gleich aus bei so einem Einsatz, murmelt er. Schwer zu unterscheiden. Genau, sage ich. Aber Clara rollt die Augen zur Decke. Wegen der Flöte, nicht wahr? Fragt er. Und ich sage, nein. Sie haben mich nicht wegen der Flöte gesucht? Nein, sage ich. Warum dann? Weil ich sie küssen wollte, sage ich und sehe ihn an. Und er sieht mich an und Clara macht ein Geräusch, das ein bisschen wie Husten klingt, ein bisschen wie Lachen und ein bisschen wie Ersticken klingt es auch. Ich wollte sie küssen, sage ich wieder. Wegen der Flöte, sagt er. Nein, sage ich und schüttle den Kopf. Wegen Frau Naumann und wegen der Liebe. Jetzt glättet sich seine Stirn. Wegen Frau Naumann und wegen der Liebe, wiederholt er. Ja, sage ich. Und Clara geht aus der Küche. Er ist einen Kopf größer als ich, schaut mir zu, wie ich den Blumentopf mit den Usambara-Veilchen vom niedrigen Holzschemel neben dem Küchenbuffet herunternehme und auf den Boden stelle, wie ich den Schemel vor ihn hinziehe, darauf steige. Jetzt sind wir fast auf Augenhöhe. Ich lege meine Hand auf sein Gesicht. Er bewegt sich nicht, steht nur da, sieht mich an. Mit dem Daumen streiche ich über seine Wangenknochen, atme seinen Atem ein, schaue mir seine Augen an, müde. Und die Falten neben seinen Augen, viele, kleine. Und den Ruß rechts auf seiner Stirn, grau und schwarz und verwischt. Und seine schweißverklebten Haare, kastanienbraun, lockig. Dann küsse ich ihn. Ich küsse ihn erst langsam und vorsichtig und kurz und warte, ob er zurückküsst. Er küsst zurück, nämlich genau wie ich, langsam und vorsichtig und kurz. Und ich glaube, dass er auch etwas verwirrt küsst, aber er tut nichts dagegen, er lässt es geschehen. Dann küsse ich ihn ein wenig fester und länger und kaum noch vorsichtig, nämlich ich denke weniger nach dabei und schließe meine Augen und lege meine andere Hand auf seine Schulter und er legt seine Arme um mich, beide Arme, und jetzt küssen wir uns einfach. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich glaube, dass er es auch nicht weiß. Irgendwann ist es vorbei und ich lege meinen Kopf an seine Schulter und er legt eine Hand auf meine Haare und jemand flucht laut und rennt durch den Flur und schreit immer nur Scheiße, Scheiße. Es ist Clara, die schreit. Sie klingt vollkommen entnervt. Dann hört das Wasser auf zu plätschern und sie hört auf zu schreien. Ich fahre heute jedenfalls nicht zur Arbeit, sagt sie, da könnt ihr drauf wetten. Und außerdem könnt ihr mir jetzt mal helfen, hier diese Überschwemmung zu beseitigen. Die Feuerwehr muss ich ja wohl nicht rufen, sagt sie, die ist ja schon da. Und jetzt lacht sie wieder und der Feuerwehrmann, den ich geküsst habe, lacht. Und ich lache auch, aber leise und eher nach innen als in die Küche hinaus. Sandman sitzt an der Schwelle zum Flur und betrachtet das Geschehen im Badezimmer. Von Death ist nichts zu hören. Kein Mucks, kein Pieps.
Und später werde ich wissen, dass sich das nicht mehr ändern wird, dass Death so bleiben wird, nämlich ängstlich, obwohl sie bis gestern ein abenteuerlustiges, kleines Fellwesen war. Aber gestern ist vorbei. Eine Szene, die viele verschiedene Emotionen hervorruft und beschreibt. Also ich habe laut gegackert wieder. Schön. Vielen Dank. Und die getigerte Katzensternschnuppe oder Katzensternschnuppe fand ich auch großartig. Aber gerne nochmal auf ein Thema möchte ich zu sprechen kommen, das ja mit der Diagnose zu tun hat. Die posttraumatische Belastungsstörung wird hier als, ja, aus meiner Perspektive pathologisierende Diagnose vorgeschlagen. Auch wenn ja das Wort auch Trauma nahe liegt in dieser Situation. Und andererseits sehen wir ja aber auch, dass Manet einen sehr starken Eigenwillen zeigt. Und sie küsst hier den Feuerwehrmann, sie nimmt sich die Zeit, sie konfrontiert sich mit ihren Mitmenschen. Und ja, wie würdest du Manets Umgang mit ihrer inneren Situation charakterisieren? Was lässt sich von ihr für den Umgang mit persönlichen Krisen eigentlich vielleicht für uns auch erlernen? Ja, also das ist tatsächlich so, häufig haben wir ja, wenn Menschen nicht mehr so ticken, wie sie ticken sollen, dann heutzutage in der, zumindest in der westlichen Welt, ist es so, dass sehr schnell pathologisierende Diagnosen kommen. Ja? Das Schöne an das Bequeme an pathologisierenden Diagnosen ist, man hat dann ein Label auf dem Kopf und das ist dann das und fertig. Und eigentlich weiß niemand so ganz genau, was das eigentlich heißen soll. Posttraumatische Belastungsstörung, ja, oder Schizophrenie oder Psychose oder was auch immer oder Depression. Aber es ist so ein Wort und damit ist es abgetan und dann muss man sich damit nicht mehr beschäftigen. Und man kriegt sofort den Verweis zum Arzt. Ja? Also sie muss zum Arzt, weil sie wird eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das heißt, es gibt Fachleute, die müssen sich dann damit beschäftigen. Es gibt tatsächlich posttraumatische Belastungsstörungen und es ist auch gut, dass es Ärzte und Psychotherapeutinnen gibt, ja, die da Menschen helfen können, damit umzugehen und da rauszufinden. Aber wir anderen, die wir keine Ärzte und Psychotherapeutinnen sind, wir sind ganz schnell dann mit diesen Labels. Und was diese Szene ein bisschen zeigt, ist, wie sich so ein Zustand von innen anfühlt. Ja? Also von außen denkt man, okay, die ist jetzt ein bisschen komisch, Label. Von innen hat die Situation eine ganz große innere Logik und Klarheit. Ja? Weil die denkt jetzt nicht, ich bin posttraumatisch irgendwas, sondern sie denkt, wo ist meine Katze, ich habe morgen Aufnahmen. Die muss das ja erstmal kapieren, dass sie jetzt gar kein Studio mehr hat und so weiter. Und ich glaube, was man lernen kann, was sehr schön ist und was auch traumatisierte Menschen häufig, also was ich eine ganz große Stärke finde von Menschen, die im Trauma agieren oder im Trauma leben müssen ein Stück weit oder in den Folgen eines Traumas, ist, dass sie Dinge tun, die wir uns sonst oft nicht erlauben. Und zwar tun sie diese Dinge, weil sie in der inneren Logik das einzig Richtige sind, was in dem Moment getan werden muss. Ja? Und natürlich ist dieses, ich kenne den Typen überhaupt nicht, aber ich habe eine riesige Verbindung mit dem und das einzig Logische ist, den jetzt zu küssen. Das würden wir in aller Regel nur draußen tun, wenn wir auf Droge wären oder so. Ja? Und hier sehen wir, dass so diese Szene zeigt, dass traumatisierte Menschen, Täterinnen, die tun, auch im Trauma und auch in der Folge des Traumas, tun sie ihr Leben. Ja? Sie sind im besten Sinne, sind wir, wenn wir traumatisiert sind, Tuerinnen, Täterinnen unseres Lebens. Wir sind Tuende unseres Lebens, auch im traumatisierten Zustand. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist Menschen, die Opfer von Trauma, also die Opfer von Gewalt geworden sind und dadurch traumatisiert sind, das nicht abzusprechen. Nicht abzusprechen, dass sie ihr Leben selbst gestalten können und müssen, um wieder zurückzufinden in ein etwas Normaleres. Fühlen, ja. Und das ist, was sie hier tut. Sie gestaltet ihr Leben. Sie findet es jetzt wichtig, diesen Feuerwehrmann zu küssen. Und aus der Geschichte, die wir vorher gehört haben, verstehen wir auch, warum das wirklich wichtig ist. Ja, weil sie feiert die Liebe, die dazu geführt hat, dass die Leute aus diesem Haus gerettet wurden.
Das ist die beste Party, die im Moment gemacht wird und die einzig logische Party, die jetzt ansteht. Ja? Und deswegen macht sie das, was sie normalerweise wahrscheinlich nicht machen würde. Und später im Buch erfahren wir, wie sie sich einem anderen Mann, den sie sehr geliebt hat, genähert hat. Und das war viel vorsichtiger und viel komplizierter und so. Ja? Hier geht sie direkt, zack, Party, Love. Da geht's lang. Ja, ohne Fragen. Was natürlich dann wieder andere Komplikationen aufwirft. Ja? Aber es zeigt, und darum ging es mir in dieser Szene, traumatisierte Menschen tun ihr Leben. Und es ist, wenn wir wirklich für sie da sein wollen, dann müssen wir sie darin, quasi ihnen da drin ein Geländer geben. Und nicht ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern ein Geländer hinstellen mit ihnen zusammen. Was brauchst du jetzt, damit du dein Leben so tun kannst, dass du wieder zurückfindest in eine weniger anstrengende Form, das Leben zu erleben? Also kann man ja eigentlich sagen, dass das Zitat von dir, ganz neu denken lernen, nicht nur hier die Liebe anbelangt, aber auch eben auch die Liebe zu diesen Personen, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen, sei es durch irgendeine diagnostisch erteilte Krankheit oder nicht erteilt, aber halt abgestempelt sozusagen, und eben immer im Kopf zu behalten, sie tun ihr Leben und wir dürfen es ihnen nicht absprechen, der Akteur oder die Akteurin ihres Lebens zu sein, nur dadurch, dass wir sagen, du hast eine Diagnose und du kannst ja zum Arzt gehen, der wird dir dann ja helfen, der ist ja der Profi dafür. Ne? Ja, und die Medikamente tun dann dein Leben und der Arzt tut dein Leben und der Therapeut tut dein Leben, ne? Ganz genau. Vielen Dank, liebe Entschuldigung. Nee, ich wollte einfach nur noch sagen, das ist was, was mir sehr wichtig ist. Genau, fertig. War gut. Ja. Danke. Ich glaube, also mich hat das sehr berührt. Ich habe auch ganz spät erst gecheckt, dass man da ja jetzt noch eine Definition für finden könnte, einen Namen für diese Stimmen oder sowas, ne? Und dass das ja aber gar nichts zur Sache tut, dieser Name. So, und ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Sudhavi. Sehr gerne. Ich glaube, wir würden jetzt vor allem auch, wir haben uns ja auch die Zeit genommen und ausführlich über den ersten Teil des Buches zu sprechen. Vielleicht möchte das Publikum jetzt noch gerne etwas loswerden, eine Frage stellen. Svantje, wie sieht es denn aus im Chat? Ja, hallöchen. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sudhavi und an dich für dieses ganz tolle Gespräch und auch wirklich das eindrucksvolle Lesen der Stelle. Sehr genossen. Und es gibt tatsächlich ein paar Fragen im Chat. Und zwar die erste von Silvia Bartsch. Sie fragt etwas wahrscheinlich zum Prozess der Traumatisierung. Das war gleich im Anschluss an die erste Stelle, die du gelesen hattest, nämlich es brennt. Aber die Frau bleibt kalt und denkt an die Dokumente, die sie braucht, rennt nicht davon, schreit nicht. Und wie bist du zu dieser Beschreibung gekommen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch was wir in unserem normalen Denken über traumatisierende Situationen oft nicht parat haben. Menschen, die im Geschehen eines Traumas sich befinden, reagieren häufig, übrigens auch unser Körper reagiert so. Alles, was nicht gebraucht wird, wird abgeschaltet und es laufen Automatismen ab. So überleben wir, so retten wir uns aus akuten Krisen, ja, aus Krisengeschehen. Das weiß man, wenn man Erdbebenopfer fragt, wenn man Brandopfer fragt, wenn man Opfer von auch von Vergewaltigungen fragt, ja, man oder von Gewalttaten einfach. In dem Moment, wo die Dinge passieren, schaltet unser Gehirn auf Automatismen um und reduziert alles auf das absolut Notwendigste. Und manchmal sind da komische Sachen dabei, ja, oder Sachen, die wir komisch finden im Nachhinein. Wieso denkt ihr an ihren Ausweis? Ja, das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun hat. Ich bin mit 14 nach Deutschland gekommen und zwar habe ich damals in West-Berlin gelebt. Also ich sage West-Berlin, weil da stand die Mauer noch rundum, also die Mauer trennte Berlin noch, da gab es die DDR noch. Und eine Sache, die ich überhaupt nicht wusste und nicht kannte und mir in West-Berlin zum ersten Mal begegnet war, ist die Tatsache, dass man in West-Berlin, das war ja noch offiziell besetztes Gebiet, ja, von den Westalliierten,
musste man immer seinen Personalausweis dabei haben. Immer. Es war sozusagen Bürgerpflicht, den Personalausweis dabei zu haben. Und es war was, was mich tierisch beeindruckt hat, weil ich immer dachte, Alter, wo soll ich mal dieses komische Papier? Das war früher, war das auch, inzwischen ist es ja so eine Karte, ne? Aber früher war das so ein Ding zum Falten und aus Papier, was jetzt auch nicht nass werden sollte. Und als Schülerin fand ich es total komisch, immer meinen Personalausweis dabei haben zu müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den immer dabei hatte. Aber es hat mich tierisch impressed, dass ich es zumindest hätte haben sollen. Und ich glaube, dass es dadurch hier in diese Stelle reingekommen ist. Genau. Aber um die Frage richtete sich ja tatsächlich auf das traumatische Geschehen. Es ist wirklich so, ne? Das Gehirn reduziert das Tun auf das Notwendigste oder auf das, was es für das Notwendigste hält in dem Moment. Und insofern würde ich auch, also ich verstehe, dass die Fragerin, ich habe den Namen vergessen, Silvia, genau. Silvia, ich verstehe, dass du sagst, sie ist kalt. Ich würde eher sagen, sie ist in einem Schockzustand. Ja? Also das wirkt dann vielleicht kalt, aber sie, und auch es ist insofern kalt, als sie nichts mehr fühlt, sondern sie funktioniert nur noch. Sie funktioniert, bis die akute Traumatisierung zu Ende ist. Genau. Wunderbar. Dann haben wir noch eine Frage von Henrique Silva Moraes. Vom Namen her schätze ich, der stammt aus Brasilien und schreibt, vielen Dank für die Lesung. Die Erfindung der inneren Stimme der Hauptfigur fand ich wie Gabriela auch sehr interessant. In dieser Hinsicht hätte ich eine Frage, und zwar geht es jetzt um die Benennung der Figuren, nämlich die Benennung dieser inneren Stimmen. Ja. Denkt bei der Benennung der bösartigen, fiesen Pia, ob es da eine gewisse Ironie gegenüber moralisch, eventuell religiösen Konstrukten gibt. Er fragt sich das, weil er sich erinnert fühlt an Pius, Pia, was hier auf Lateinisch steht auch, ja, genau. Bedeutet. Ja, also die Pia, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, bin ich noch nie gefragt worden. Muito obrigada. Die Pia heißt Pia. Ich habe am Anfang war ich nur auf der Suche nach einem kurzen deutschen Frauennamen, der mit einem, das wisst ihr Germanistinnen besser, wie die heißen, so plosiv, gibt es diese, wie ein P-Laut? Wie heißen die? Plosive. Plosive, war ich richtig, genau. Ich wollte sowas Explodierendes am Anfang haben, ja, wie Pia. Und dann habe ich rumprobiert, was mir da gefallen würde. Und also Karin ist ja auch so, ist vielleicht nicht ganz so explosiv, aber wie auch immer. Und dann bin ich auch natürlich auf Pietät gekommen und auf dieses sehr so ein bisschen religiöse, also so streng moralisch. Und genau, und dann habe ich mich deswegen für Pia entschieden. So, ja, der Henrique, einen guten Riecher. Ja. Dann eine Frage von Robert Schade, auch aus Brasilien, aus Porto Alegre. Er schreibt, vielen Dank für die Lesung. Für wie wichtig halten Sie den Begriff der Grenze und ihre Verschiebungen für den Roman, also Körpergrenzen und die Grenze in Räumen? Die Grenzüberschreitung, also das Bedrohliche des Feuers, des Rauchs, des Todes. Und auch wenn man jetzt an die Pandemiekrise denkt, haben wir ja viele Grenzen verschoben. Ja. Grenzregeln, öffentlicher Raum und so weiter. Ja, auch sehr schöne Frage. Also dieses ganze in diesem Buch geht es permanent um Grenzen. Und also ein wesentlicher Aspekt von Traumatisierung ist die Auflösung von Grenzen. Ne? Also die Integrität zum Beispiel bei einer Vergewaltigung bleibt, die Integrität meines Körpers ist nicht mehr, also die Grenze meines Körpers wird durchdrungen. Ja? Und zwar gegen meinen Willen. Ja, das ist natürlich wichtig. Oder bei so einem Brand, da wird ja sogar ausgesprochen, ne? Die Grenze zwischen innen und außen. Es gibt keine Grenze mehr zwischen innen und außen, heißt es, glaube ich. Grenzen sind gleichzeitig, also unsere Haut ist ja auch eine Grenze, Grenzen sind gleichzeitig der Ort, an dem Begegnung stattfindet. Ja? Und Liebe und Trauma oder Liebe und Gewalt sind zwei Formen des Umgangs mit Grenzen. Liebe geht an die Grenze und schafft Verbindung, ohne sie zu zerbrechen. Und Gewalt geht an die Grenze und zerbricht die Grenze. Ja? Insofern sind Grenzen sehr, sehr wichtig. Und unser Umgang mit Grenzen und die Frage danach, wann kann ich wie herausfinden, wo deine Grenze ist? Wie kann ich dir zeigen, wo meine Grenze ist? Wie kann ich selber wissen, wo meine Grenze ist? Ja, das ist
körperlich, aber es kann ja auch psychisch sein, ja. Also was erlaube ich jemandem in meiner Gegenwart zu sagen? Ja, wir haben jetzt einen Präsidenten, der die wichtigste Weltwirtschaft regiert, ja, und der sich derart viele Grenzverletzungen erlaubt. Das ist furchtbar, ja, es ist einfach furchtbar, es ist gewalttätig. Es ist eine gewalttätige Rede. Und in dem Moment, wo man sich mit Trauma befasst und vor allen Dingen auch um die Frage, also das eine ist ja das Trauma, viele Bücher drehen sich dann immer nur um dieses das Trauma selber und es wird ganz ausführlich geschildert und so weiter. Aber die Frage, die mich interessiert, ist immer, okay, Trauma, scheiße, jetzt habe ich es überlebt, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Oder gibt es überhaupt ein Zurück? Wie komme ich denn wieder in ein Leben, was nicht nur vom Trauma geprägt ist? Ja? Das finde ich die interessante Frage. Also wenn man es einmal überlebt hat. Ne? Bitte? Die Folgelandschaft. Die Folgelandschaft, genau. In welcher Folgelandschaft stehe ich denn jetzt? Und wie kann ich die gestalten? Ja, das ist ja die interessante Frage. Und ein wesentlicher Punkt in der Gestaltung dieser Folgelandschaft, vielen Dank, also in der, wenn man so will, im Wiederbeanspruchen meines eigenen Lebens als einen Ort, den ich gestalte, ist die Auseinandersetzung damit, wie ich jetzt wieder dafür sorgen kann, dass meine Grenzen integer bleiben, ja, und dass die auch gewahrt werden von den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Ja, und dass ich jetzt nicht vor lauter Angst, weil sie einmal nicht oder vielleicht auch vielfach, bei der Manet ist es tatsächlich vielfach, nicht gewahrt wurden, mich gar nicht mehr an Leute rantraue, weil ich nur noch in Angst bin. Ja, das ist das Schlimme, wenn Menschen schwerst traumatisiert sind oder vielfach traumatisiert sind. Deswegen ist es auch so furchtbar, wenn Kinder traumatisiert werden, weil die das als erste Lebenserfahrung dann machen. Die Schwierigkeit ist, wieder ins Vertrauen zurückzufinden, ja, weil so viel Verletzungen, Grenzüberschreitungen stattgefunden haben, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, eine Begegnung mit Menschen zu haben, die nicht verletzend ist. Ja, deswegen ist Misshandlung in der Kindheit und sexuelle Gewalt in der Kindheit so furchtbar, weil und insbesondere, wenn es passiert im familiären Umfeld. Ja, weil das bedeutet, dass die Menschen, die mich eigentlich lieben sollten und die, weil ich noch so klein bin und abhängig von ihnen bin, die gewährleisten sollten, dass meine physische und psychische Integrität gewährt ist, ja, dass ich sicher bin. Diese Menschen verletzen meine Grenzen. Und das ist eine Erfahrung, die trägt man dann ins Erwachsenenleben rein. Und das ist natürlich furchtbar, weil dann weiß man überhaupt nicht, wie man vertrauen soll. Und deswegen ist die Frage nach den Grenzen unglaublich wichtig. Da kann man ja vielleicht noch mal einen kurzen Bogen zu den Personen deines Buches schlagen. Ja. Mir ist ja aufgefallen, dass die, habe ich mit Christian auch drüber gesprochen, oder im Gespräch sind wir darauf gekommen, dass die Männerfiguren ja auch durchaus feine Herzchen sind. Und vielleicht auch, also Applaus an die Männer in diesem Buch. Ja, danke. Und weiter. Die können sich gerne vervielfältigen. Und genau, vielleicht sind ja auch genau diese Haltung oder diese Einladung des Tanzens auf der Leiter und diese Bilder, die du dort zeichnest, ja auch genau dieser Ort, der Vertrauen schafft oder wieder neu entstehen lässt. Ja, da kann ich vielleicht noch kurz was zu sagen. Ich hatte ein Interview, kurz nachdem das Buch erschienen ist, hier in Berlin im RBB, also das ist der Berliner Sender, da gibt es eine sehr, sehr schöne Literatursendung. Und der Moderator Sally Salman, ein gestandener Literaturmoderator, der hat mich wirklich ernsthaft in dem Interview gefragt, glaubst du denn, dass es solche Männer wie in deinem Buch im Wirklichen gibt? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich kenne solche Männer. Und er hat dann, das kann man nachhören, er hat dann gesagt, das ist Quatsch, das gibt es nur in deinen Büchern und in deinem Kopf. Hat er wirklich gesagt. Also ich glaube, er hat nicht gesagt, das ist Quatsch, aber das war der Inhalt. Ja. Und ich finde es eigentlich total schön, mal über Männer zu reden in diesem Kontext. Das Patriarchat, in dem wir leben, das erzieht ja nicht nur uns Frauen, das erzieht ja auch die Männer. Ja. Und die Männer in diesem Buch sind Männer, die die Erlaubnis haben, auch andere Seiten zu leben und zu zeigen.
und die andere, als ihnen normalerweise zugestanden wird, in einem patriarchalen Denken. Und übrigens auch in einem kapitalistischen patriarchalen Denken, also sozusagen einem auf Leistung und Erfolg basierenden patriarchalen Denken. Ja? Und dann, was dann passiert, ist, dass natürlich andere Begegnungen möglich sind. Ja? Also wenn Männer nicht nur der Macho sein müssen, um es mir jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen, dann gibt es ja viel, 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 viel mehr Berührungspunkte und viel mehr Farben in der Begegnung. Ja? Also dann kann ich auch viel mehr sein, wenn mein Gegenüber viel more diverse ist. Ja? Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann. Da kann auch ich vielfältiger sein. Genau, da könnte man einen eigenen Abend zu machen zu der Frage nach den Männern. Ja, ich sehe schon, es gibt wahnsinnig viele Themen, die wir ansprechen können. Wir haben auch tatsächlich im Chat noch 3 Fragen, die ich gerne anbringen möchte und eine erhobene Hand. Jetzt aber vielleicht gleich ein Kommentar von Lukas Rolandi, der auch so ein bisschen in die Richtung noch fragt, was du gerade gesagt hattest zu den Männerfiguren, nämlich die Szene in der Küche zwischen der Protagonistin und dem Feuermann wirkt so berührend auf den Leser, weil sie dort als die Trope des Mädchens in Not zurückgreifen, das von einem Ritter gerettet wird. Außerdem ist Sebastian groß und stark und hat einen anpassenden Namen, der Ehrwürdige. Lukas nimmt an, dass das wohl absichtlich geschehen ist. Ja, aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen peinlich. Ich weiß, dass ich ziemlich lange nach dem Namen für diesen Feuerwehrmann gesucht habe. Und was ihr jetzt nicht wisst, weil ich das ist nicht vorgelesen, dieser Feuerwehrmann hat noch einen Zwillingsbruder. Und der ist geistig behindert. Also der kann sich nicht richtig ausdrücken und hat aber eine besondere Fähigkeit, also was jetzt aber für unser Gespräch hier unwichtig ist. Und ich habe nach einem damals gesucht nach einem literarischen Zwillingsnamen, nämlich Sebastian und wie heißt denn der andere? Da komme ich jetzt nicht drauf. Fabian, nee. Da bin ich jetzt gerade nicht drauf vor. Es ist schon so lange her, dass ich das Buch geschrieben habe. Das weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Aber jedenfalls war hauptsächlich, also ich habe quasi nach männlichen Zwillingsbrüdern in der Vergangenheit gesucht. Und es gibt diesen heiligen Sebastian und der hat noch einen Zwilling. Und der Zwillingsbruder heißt auch nach diesem Zwillingsbruder vom Sebastian. Ist jetzt vielleicht nicht ganz befriedigend, die Antwort, aber da müsste ich jetzt wirklich nochmal in meinen Büchern nachgucken, in meinen Notizbüchern, das habe ich nicht mehr parat. I'm sorry. Fabian, doch, ich glaube schon, Fabian. Fabian, stimmt doch, ne? Ja. Siehst du? Mhm. Also, ja. Danke. Hast du nebenbei kurz gegoogelt, ja, super. Ja. Ja. Gut, ich würde jetzt das Wort dann mal der Natscha Vollenweider geben, die im Chat ihre Hand erhoben hat und wohl eine direkte Frage stellen möchte. Ja. Wir geben die Erlaubnis, Natscha, du darfst sprechen. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Nein, ich wollte nur Hallo sagen. Ach so, hallo. Gut. Aber es ist ein interessantes Thema über Grenzen. Stimmt auch irgendwie, wenn man auswandert. Ja. No? Wenn man sich mit den anderen konfrontiert, diese, auf Spanisch sagt man Otredad, das man nicht kennt. Und wie lange braucht man, bis man diese Grenzen überschreiten kann? Bei mir zuerst war die Sprache, danach die Kultur oder beides gleichzeitig. Mhm. Ja. Und danach kommt auch bei mir, ich habe keinen europäischen Pass. Und dann kamen die Grenzen von der Bürokratie. Ja. Selbst, ich war verheiratet, selbst in der Ehe, die bürokratischen Grenzen für Migration, das ist Horror, wirklich der Horror. Und das bei mir, ich nenne, das ist eine Art, um die Migration zu, wie sagt man? Sag auf Spanisch. Desestimular. Also, rauszunehmen, ne? Genau. Genau, also weil wenn man, es ist
es unterscheidet sich zwischen Leute, die einen EU-Pass haben und Leute, die keinen EU-Pass haben. Ja. Und das ist selbst in der Ehe. Bei uns gibt das nicht. Mhm. Also bei uns, bei dort hast du auch Aufenthaltsgrenzen. Ja. Selbst und das ist wirklich der Horror. Ja, wenn man darüber nachdenkt, es ist wirklich nicht so toll. Und es ist wieder, da sind wir wieder bei der Frage mit den Grenzen. Warum ist das so? Weil die Leute, die ausgrenzen, die sagen, ja, du bist vielleicht mit einem Deutschen verheiratet, aber du darfst hier trotzdem nicht sein oder so. Also die im Innensinn setzen die Grenze, damit ihr Wohlstand erhalten bleibt. Ja, also es geht wirklich um den persönlichen Profit. Also von sehr vielen jetzt, wenn wir uns Europa angucken. Aber es geht darum, wir wollen nicht teilen, weil wir Angst haben, wenn wir teilen würden, hätten wir selber weniger. Ja, und das, ist das wird irgendwann passieren, bin sicher. Klar. Weil die Umwelt hat auch Grenzen. Ja. Und wenn man, also es sagt, Entschuldigung. Ja, die Umwelt, das ist, ja, ich habe dich unterbrochen, ich muss mich entschuldigen. Die Umwelt hat auch Grenzen und gleichzeitig respektiert die Umwelt aber keine nationalstaatlichen Grenzen. Ja, das heißt, wir müssen, wenn wir diesen Planeten retten wollen, müssen wir ganz anders über Grenzen reden, als im Sinne kapitalistischer Staaten zum Beispiel. Ne? Ist einfach so. Ja. Ja. Muss sich was ändern. Vielleicht nicht alles, aber sicher einiges. Oh, es ist ja eine Frage des Systems. Und die Natur, also die Menschen haben die Grenzen der Natur überschritten. Mhm. Und sehr schnell. Und es wird noch schneller gemacht, wegen der Technik. Ja. So, das wollte ich sagen. Vielen Dank, Natscha. Eine Frage von Maria Telechea, das ist eine literarische Übersetzerin aus Buenos Aires. Sie schreibt, vielen Dank für die lebendige Lesung. Das kräftige Bild, auf dem die Grenze zwischen Innerem und Äußerem durchs Feuer zerstört wird, finde ich völlig zutreffend und aktuell. Unsere innere Welt wird ja ständig von äußeren Reizen gestört. Sei es eine Meldung auf dem Handy, sei es unser eigener Kopf, der uns ständig fragt, was zunächst zu tun sei. Und so leben die meisten von uns heutzutage. Glauben Sie, Sudar B., dass wir als Menschen nur durch traumatische, kritische Momente wie diese uns dessen bewusst sein können oder bewusst werden können? Okay, nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich würde es eher andersrum formulieren, dass Menschen, die Traumatisierungen erlebt haben, eigentlich gezwungen sind, sich diese Fragen zu stellen, wenn sie aus dem Trauma wieder raus wollen. Menschen, die keine, also ist auch mal ein bisschen die Frage, wie definieren wir Trauma, ne? Also eigentlich gibt es keinen Menschen, der gar kein Trauma erlebt hat, aber es gibt halt sehr graduelle Unterschiede in den Traumatisierungen und auch in den Häufungen der Traumata. Menschen, die wenig oder, ich sag mal, nicht so schwere Traumata erlebt haben, haben, wenn man so will, die Option oder das Privileg, sich diese Fragen zu stellen oder auch nicht. Ja. Und bei vielen, ich habe das in meinem Freundeskreis erlebt, das geht ja sehr lange ziemlich gut, man kommt ganz gut klar irgendwie, man managt so vor sich hin und dann ist man irgendwie an 30, dann ist man irgendwann 35 und dann fängt es bei vielen an zu bröckeln, weil man so aus den eigenen Ressourcen gelebt hat und über die drüber gegangen ist, genauso wie wir es gerade hatten, wie wir Menschen mit dem Planeten und der Natur umgegangen sind, so gehen viele von uns, sehr viele Menschen und gerade Menschen, entschuldigt, wenn ich jetzt hier dauernd von Kapitalismus, aber in diesen marktwirtschaftlichen Systemen, ja, die so auf Profit aus sind, in dieser neoglobalisierten Welt, ist es einfach so, dass wir Innehalten gar nicht mehr kennen. Ja, die Fabriken laufen Tag und Nacht. Es ist immer alles das Licht in Europa, ist das Licht Tag und Nacht an. Ja. Ich wohne hier, die Straße neben meinem Haus ist jeden Tag nachts so voll mit Lampen, dass ich nachts die Rollläden runterlassen muss, damit es überhaupt dunkel wird in meiner Wohnung. Ist wirklich so. Ja. Also wir kennen keine Pausen mehr.
Wir kennen keine Pausen mehr. Und deswegen, wenn wir 30, 35, 40 sind, dann sind wir seelisch, psychisch und oft auch körperlich so erschöpft, dass viele Menschen unterschiedliche Formen von Einbrüchen bis hin zu Zusammenbrüchen erleben. Und dann, spätestens dann, kommt dieselbe Frage wieder. Also irgendwann stellt sich die Frage, ja, für die allermeisten Menschen. Und ich glaube, dass es die Frage nach dem Innehalten, nach dem Stillwerden, nach der Pause, ja, die stellt sich, die ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass je früher wir die Frage nach dem Innehalten in unser Inneres und Freundschafts- und Familien- und Gesellschaftssystem integrieren können, desto gesünder, desto besser geht es uns eigentlich, glaube ich. Ja, sehr schön. Da sind wir, glaube ich, mit einverstanden. Wir haben jetzt die letzte Frage noch von Gauthier Truin, auch aus Brasilien, nee, aus Frankreich, Entschuldigung. Er schreibt, vielen Dank für die schöne Lesung. Ich habe eine Frage, die eigentlich nicht direkt das Buch betrifft. Ich habe die deswegen ans Ende gestellt, um nochmal auf dich als Autorin zu sprechen zu kommen. Ihn interessiert immer, wie Schriftsteller schreiben. Das heißt, er würde gerne wissen, wann du schreibst, ob du Ruhe brauchst, ob du eher mit Musik schreibst, ob du erst mit Stift und Notizblock schreibst oder dann mit Blut. Und das Zweite schließt sich gleich an von Iliana Revoredo, die fragt, ob die Bücher vielleicht auch ins Spanische übersetzt wurden oder ob es da irgendwelche Bestrebungen gibt, Französisch, ach Quatsch, Portugiesisch und Spanisch Übersetzung zu erstellen. Also noch so zwei letzte Fragen zum Prozess als Autorin zu übersetzen. Ja, schön. Danke. Also die letzte Frage kann ich ganz schnell beantworten. Meine Bücher sind sehr wenig übersetzt. Brennt ist ins Tschechische übersetzt worden. Es gibt eine Übersetzung ins Englische, die aber nicht publiziert worden ist bislang. Also es ist wirklich nicht viel publiziert worden. Ein anderes Buch von mir ist ins Persische übersetzt. Und ein Buch ist ins Mazedonische übersetzt, genau, aber ins Portugiesische und ins Brasilianische und ins Portugiesische und ins Spanische ist leider noch gar nichts übersetzt. Also dürft ihr gerne machen, wenn ihr wollt, freue ich mich. Genau, und jetzt noch vielleicht zur Frage nach dem Schreiben. Also diese Frage muss ich eigentlich jedes Jahr anders beantworten. Aber das ist schon ein Teil, ein wesentlicher Teil der Antwort. Das verändert sich ständig. Also ich habe lange eine ganz klare Schreibroutine gehabt. Ich habe morgens um 9 mit meiner Tasse Tee am Schreibtisch gesessen, habe eine kleine Warmschreibübung gemacht. Daraus ist später ein ganzes Buch entstanden mit so ganz kurzen Texten, das 10-Zeilen-Buch. Und dann habe ich 4 Stunden geschrieben. Bei mir ist immer nach 4 Stunden Schluss. Kann ich die Uhr nachstellen? Ich schreibe 4 Stunden, dann kann ich nicht mehr. Also ich kann da noch ganz viel schreiben, aber es ist alles nur Quatsch. Deswegen habe ich inzwischen nach 4 Stunden höre ich auf. Und damals habe ich in Portugal gelebt übrigens. Und dann bin ich immer, wenn die 4 Stunden um waren, bin ich an den Strand gefahren, habe eine Cerveja getrunken. Und dann bin ich ein bisschen spazieren gegangen und am Nachmittag habe ich Korrektur gelesen. Ja. So war das in den ersten Jahren, würde ich sagen. Und inzwischen ist es so, dass dann habe ich war mein Leben davon geprägt, dass ich sehr, sehr viele Reisen hatte. Ich hatte wahnsinnig viele Lesereisen und Schreibwerkstätten, Podien, Diskussionen, Foren, ich war sehr, sehr viel, ich war fast 5 Monate im Jahr nicht zu Hause, aber immer so gestückelt. Und das war sehr schwierig für mich, weil ich brauche immer Zeit am Stück, um zu schreiben. Also es gibt Kollegen, das weiß ich, die schreiben dann im Hotel nach einer Lesung noch nachts oder so oder im Zug oder keine Ahnung wo. Ich kann das nicht. Also ich brauche mein Zuhause um mich, ich brauche meinen Schreibtisch, ich brauche meine Katzen. Das brauche ich einfach. Und ich brauche vor allen Dingen das Gefühl, dass ich ein zusammenhängendes Stück Zeit habe, in dem ich die Muße habe. Du hast, glaube ich, vorhin, Gabriela, mal gesagt, Langeweile, ja, also Langeweile auch als was, in dem ich eine lange, neues Wort, Weile habe, wo auch mal wirklich eine Pause sein kann mit einem Chaos im Kopf, wo dann die Sachen aus dem hinteren Teil des Gehirns
nach vorne kommen und dann aufs Papier kommen. Das brauche ich ganz viel. Deswegen war es für mich sehr gut. Deutschland ist ein Land, in dem es ganz, ganz, ganz tolle Literaturstipendien gibt. Das ist leider wirklich nicht in vielen Ländern so, aber in Deutschland ist es so. Und ich hatte das große Glück, viele große Stipendien zu haben. Ich habe, wo man dann einfach weiß, okay, ich habe jetzt so viel Zeit, ein Jahr lang Zeit oder noch länger, ja, um mich einem Thema zu widmen oder einem Buch. Und das ist natürlich am besten, ja. Und dann entwickelt sich meistens, je nachdem, wo ich gerade lebe und ob ich gerade eine Liebesbeziehung habe oder nicht, ob ich in einer WG wohne oder alleine wohne, ob ich in Portugal oder in Deutschland wohne, je nachdem ist sozusagen der Alltag anders, ja. Und dann passe ich das an. Aber unterm Strich kann ich sagen, ich brauche immer viel Zeit am Stück, um an einem Text wirklich ernsthaft arbeiten zu können. Genau. Ach, und vielleicht eine Sache noch, weil ich vermute mal, die Frage kommt vielleicht von jemandem, der auch gerne selber schreibt. Ich kann grundsätzlich literarisch nur schreiben, wenn ich gleichzeitig genug Zeit habe, um zu lesen. Ich kann nicht schreiben, wenn ich nicht lese. Es gibt Phasen in meinem Lesen, in meinem Leben, wo ich sehr wenig zum Lesen komme, zum Beispiel, wenn ich so viel beruflich auf Reisen bin. Das ist dann, ich bin dann wie so eine Blume, die man nicht gießt. Ich kann dann nicht schreiben. Also ich kann irgendwas aufschreiben, aber ich schmeiße es grundsätzlich wieder weg. Ich brauche, und auch dafür braucht man die Zeit. Ich brauche Zeit zum Lesen, damit ich schreiben kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Sudabe. Ja, gerne. Ich danke euch allen, auch Gabriela, dir besonders. Das war wirklich ganz toll. Danke dir. Wir können leider nicht alle Fragen jetzt noch behandeln. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber ganz, ganz herzlichen Dank. Es waren spannende Fragen dabei und ich gebe euch das Schlusswort und bedanke mich. Danke, Svanzi, für deine Mitarbeit hier mit dem Chat und mit den Fragen, die sich dort gesammelt haben. Genau, jetzt bleibt uns nur noch Abschied zu nehmen für heute Abend und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen in irgendeiner Form. Ich möchte gern, herzlichen Dank, Sudabe. Ich glaube, wir können alle jede Menge mitnehmen, jede Menge Inspiration, auch durch das Gespräch. Ist ja noch einiges anderes auch zur Sprache gekommen, das im Buch ja nicht unbedingt relevant ist. Und ich persönlich kann das Buch nur empfehlen. Es ist eine Wochenendlektüre. Da hat man auch nicht mehr die Ausrede, man hätte keine Zeit. Und zum Abschluss möchte ich natürlich noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Die dann sechste Leseveranstaltung in dieser Reihe, die findet am letzten Samstag im Oktober, am 31. Oktober statt, mit Jonas Lüscher, der aus seinem Buch Frühling der Barbaren lesen wird. Und so viel dazu. Ich sage ganz herzliches Auf Wiedersehen und auf Wiederhören aus Paraguay und bis zum nächsten Mal. Tschüss.